Willkommen in Norwegen. Es ist jetzt gut 11:30 Uhr mittags wohlgemerkt. Und heller wird's nicht. Ich bin hier, um Polarlichter zu fotografieren. Und das scheint gar nicht so einfach zu sein, wie ich gedacht habe. Ich bin in dem kleinen beschaulichen Dörflein Tromsø. Das ist Tromsø, keine Ahnung. Das ist ganz im Norden von Norwegen. Und tatsächlich ist das hier eigentlich so zu dieser Jahreszeit einer der guten Spots, um Polarlichter zu sehen. Tatsächlich müssen einige Voraussetzungen dafür erfüllt sein. Jetzt natürlich nicht so optimal, ganz offensichtlich, weil es schneit und der Himmel ist bedeckt und es ist ja tatsächlich auch noch zu hell. Wobei, wie gesagt, hell wird es hier eigentlich gar nicht. Jetzt ist theoretisch so ein Aufgang und der geht direkt in so einen Untergang über. Insofern wird es gleich wieder stockdunkel, was die optimalen Bedingungen theoretisch wären für Polarlichter. Es müssen aber noch ein paar andere Sachen erfüllt werden. Zum Beispiel muss halt die Sonneneinstrahlung gerade richtig sein. Und um sich das genau im Detail anzugucken, gibt es eine App. Ich nutze dafür die App Aurora, entsprechend den richtigen Namen, die so ein kleines bisschen eine Vorhersage trifft. Aber die sagt nur etwas über die Wahrscheinlichkeit, wie es heute sein könnte. Und dann müssen halt die restlichen Bedingungen wie Dunkelheit und Wolkenbedeckung und so weiter auch noch dazu passen. Die App rechnet so einen sogenannten KP-Index, der so ein kleines bisschen Aufschluss darüber geben soll, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir Polarlichter sehen. Aktuell haben wir einen KP-Index von 2. Das ist nicht so gut. Das soll aber noch bis 4 hochgehen und das ist dann schon ein bisschen besser. Tatsächlich müssen aber auch die Sonnenwinde mitspielen. Ja, ich weiß, klingt komisch, ist aber so. Ja, drücken wir uns mal die Daumen. Ist total witzig, die haben hier beheizte Gehwege. Also es ist offensichtlich alles eingefroren und eingeschneit und eingeeist. Aber die Gehwege dampfen und sind frei. Das ist toller Service. Ja, der eine oder andere mag sagen, das ist Energieverschwendung. Keine Ahnung, ich weiß nicht, womit die das beheizen. Aber Solar wird es nicht sein. Um Polarlichter unter normalen Bedingungen gut fotografieren zu können, sollte man möglichst wenig Lichtverschmutzung haben. Wir sind daher aus Tromsø rausgefahren, immer auf der Suche nach einer Lücke in den Wolken. Irgendwann setzten dann auch die Polarlichter ein. Aber die Wetterbedingungen waren leider nicht optimal. Ja, man sieht, es wird grün, aber mehr auch leider nicht. Dann fing es um 22 Uhr auch wieder an zu schneien und wir entschlossen uns, die Fahrt abzubrechen. Für heute. War doch schon mal ganz nett. Jetzt kann ich immerhin behaupten, ich hätte schon mal die Polarlichter gesehen. Aber ich habe eben auch am eigenen Leibe erfahren, wie schwer es ist, ein ordentliches Foto mit Polarlichtern zu machen. Also einfach nur fotografieren geht natürlich, aber wenn man noch eine ordentliche Komposition will und ein kleines bisschen Anspruch hat, wird das ein bisschen schwieriger. Ich fasse am Ende des Videos zusammen, was ich gelernt habe und was man so beachten sollte. Nur damit ihr es wisst, weil ich glaube, ich würde das jetzt strukturell im Video nicht hinkriegen, das irgendwie peu à peu mit einzubauen. Deshalb am Ende gesammelt. Es ist jetzt offensichtlich, wie man sieht, nächster Tag. Es ist 12.50 Uhr, also kurz nach Mittag. Sonnenuntergang ist schon durch. Wir sind in der blauen Stunde.
Es fängt an zu schneien, es ist arschkalt, aber wunderschön. Ich habe mich jetzt hier hingestellt auf den Steg, habe noch mal ein paar Fotos gemacht, als noch ein bisschen Licht da war. Aber ja, schon wieder vorbei. Also wird schon wieder dunkel. Es ist jetzt der zweite oder dritte Tag in der Dunkelheit. Bin mal gespannt, was ich so nach einer Woche sage. Also ich bin eine Woche hier und dann mal gucken. Ja, also wir wollten eigentlich Location scouten gehen heute. Aber ich denke, wenn es so richtig schön schneit, ist das schwierig. So war es halt gestern Abend auch. Es hat dann irgendwann nachts angefangen, richtig ordentlich zu schneien. Wir sind gute 260 Kilometer bis zur finnischen Grenze gefahren, um überhaupt Polarlichter zu sehen. Die Bedingungen an sich für Polarlichter waren super, aber es war halt geschlossene Wolkendecke. Und dann muss man halt auf die Jagd gehen nach einem Wolkenloch und das Glück haben, dass man sie halt irgendwie sieht. Wir werden sehen. Heute Abend soll es aufreißen und es sind dann irgendwie nur noch 20%, 15% Wolken. Aber die Bedingungen für die Polarlichter sind nicht mehr so gut. Wir werden sehen. Lass uns mal überraschen. So, das könnte heute was werden, aber den nächsten Teil müsst ihr euch leider denken, weil es ist ganz offensichtlich komplett dunkel und es ist zum Film leider eher schlecht. Insofern würde ich sagen, blende ich einfach mal das Ergebnis ein. Ja, ich habe den Trip angetreten mit der Intention, Auroras zu fotografieren. Ich würde sagen, das hat ganz gut geklappt. Ich habe euch ja noch ein paar Tipps versprochen. Ich erhebe natürlich nicht den Anspruch, der allergrößte Experte, Aurora-Experte der Welt zu sein, aber ich denke, das eine oder andere habe ich gelernt und vielleicht profitiert ihr ja auch davon. So, wir gehen jetzt mal davon aus, ihr seid in einem Gebiet, wo man Aurora sehen kann und habt das Glück, dass die Wolken aufgerissen sind und sich das Schauspiel am Himmel gerade zuspielt, dann braucht ihr natürlich ein ordentliches Stativ, denn es findet alles in der Nacht statt, beziehungsweise in der Dunkelheit. Und vor allem ein lichtstarkes Objektiv. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Intensität der Auroras an. Es gibt durchaus auch Tage, da sind die Auroras so intensiv, dass man relativ kurz belichten kann. Und dann könnte man eben auch mit der Blende ein bisschen zugehen. Ich würde aber sagen, für den Anfang sollte man schon bei F2.8 oder offener
anfangen. Die Kamera sollte ein brauchbares Rauschverhalten sein. Ich würde aber mal sagen, alle Kameras heutzutage, alle halbwegs modernen Kameras passen dazu. Ist egal, ob Vollformat oder nicht. Wenn eure Kamera um die ISO 1600 halbwegs brauchbare Bilder macht, sollte das klappen. Wie gesagt, es ist, finde ich, wichtiger, dass das Objektiv halbwegs lichtstark ist. Vielleicht als kleine Orientierung, die Bilder, die ich gerade eingeblendet habe, sind alle mit ungefähr 17 mm entstanden, mit dem Tamron 17 bis 28 mm bei Blende 2.8 und ISO 1600. Ich habe das ein bisschen variiert ab und an, aber die allermeisten sind bei diesen Einstellungen entstanden. Aber vielleicht der Reihe nach und vor allem, ich finde, der Wichtigkeit nach. Denn das Wichtigste, wie ich finde, ist das Thema Komposition. Ich habe ja hier auch schon mal ein Video zu Komposition und so weiter, Kompositionsregeln hochgeladen. Und das ist in der Tat bei Nachtfotografie, bei Sternfotografie und im erweiterten Sinne bei Aurora-Fotografie tatsächlich echt eine Herausforderung. Ihr müsst euch vorstellen, ihr geht raus, es ist stockdunkel. Ja, Aurora leuchten ein kleines bisschen, aber in der Regel sieht man nicht viel. Dann bei Nacht eine Komposition zu finden, die halbwegs Sinn macht und halbwegs cool ist, ist gar nicht so einfach. Der erste Impuls ist eigentlich immer, dass man das Objektiv voll ans Ultraweitwinkel klemmt und dann einfach mal nach oben fotografiert. Das ist auch ganz witzig, aber wird spätestens beim zweiten, dritten Foto relativ langweilig. Deshalb, vielleicht sollte ich das auch als Tipp formulieren, macht es Sinn, wenn ihr ein bisschen Licht habt, so wie in Norwegen, irgendwie so um die Mittagszeit rauszufahren, ein kleines bisschen schon mal nach Komposition zu gucken und sich schon so mal ein paar Locations anzuschauen. Das Bild mit dem Baum beispielsweise war, muss man sagen, reines Glück. Also da hatten wir dann das Glück, dass ein kleines bisschen Licht da war und ich den Baum sehen konnte und mich dann entsprechend aufstellen konnte. In der Regel hat man nicht so viel Glück. In der Regel ist es, wie gesagt, zappenduster und dann macht es Sinn, wenn man die Locations schon ein bisschen gescoutet hat und ein bisschen weiß, wo steht jetzt zum Beispiel ein Baum oder ein cooler Fels oder eine Bucht mit Wasser im Vordergrund, wie auch immer. Macht auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß, das bei Licht rauszusuchen, als in der Dunkelheit. Das war Learning Nummer 1, würde ich sagen. Learning Nummer 2, ich habe ja gerade schon gesagt, wie ich mich so ein bisschen reingerobbt habe, also ISO 1600, F2.8, 17 mm und dann 10 bis 15 Sekunden belichten und dann mal schauen. Wichtig ist es, egal bei welcher Kamera, aber vor allem bei spiegellosen Kameras, ein bisschen auf das Histogramm zu achten, denn man guckt ja eigentlich nur auf Displays. In der Nacht wird man von dem Display oder immer wird man von dem Display angeleuchtet, aber gerade in der Nacht kann das dazu führen, dass man einen falschen Eindruck von der Helligkeit des Bildes bekommt. Soll heißen, man ist sehr, sehr schnell dabei, eigentlich das Bild unterzubelichten, weil man eben nachts von dem Bild angestrahlt wird und denkt, oh ja, die Belichtung passt. Dann zieht man sich das Ganze auf den Rechner und stellt fest, eine Blende oder zwei drüber belichtet wäre eigentlich viel besser gewesen. Schaut also auf euer Histogramm und achtet darauf, dass ihr nicht zu stark unterbelichtet. Denn Schatten hochziehen ist immer die schlechtere Variante, als vielleicht ein kleines bisschen die Gesamtbelichtung zu verringern. Hängt natürlich auch von der Lichtsituation ab, ist ganz klar. Dann vielleicht ein praktischer Tipp, den ich eigentlich sogar von euch habe. Besorgt euch einfach eine Stirnlampe. Das hilft tatsächlich sehr, nicht nur, wenn man durch die Wälder und durch das Gelände stapft in der vollen Dunkelheit, aber eben auch, wenn man mit dem Equipment rumhantiert. Und da habe ich mir eine total billige auch bei Amazon gekauft, die völlig den Job erfüllt hat. Moment, die hole ich mal eben. Na, wo ist sie denn? Dieses gute Stück kostet, ich möchte sagen, 10, 20 Euro auf Amazon. Da sind sogar zwei Stück dabei gewesen. Ich war ja nicht alleine unterwegs, dann konnte ich meinen Kumpels da auch noch mal eine von geben. Die ist von, ja, steht nichts drauf, ist auch egal. Gibt nicht viel zu erklären dafür. Das Teil packt man sich auf den Kopf. Man kann es hier anmachen und es gibt hier einen Gestensensor. Dann kann man sie quasi an- und auswischen. Also muss man nicht irgendwie an den Tasten rumfummeln, sondern man wischt einfach davor, dann geht es aus oder man wischt und dann geht es wieder an. Das hilft, weil die hat nicht nur ein Spotlight, sondern auch ein Flutlicht, dass man eben relativ viel Licht hat und weiß, wo man hingehen kann, aber auch beim Objektivwechsel oder beim Kameraaufbau so ein bisschen gucken kann. Und das Ding ist vor allem Gold wert fürs Fokussieren. Denn nochmal, es ist stockdunkel. Wenn ihr den Baum im Vordergrund habt, wie ich, das Ding ist komplett schwarz. Darauf zu fokussieren ist nicht so einfach. Ich habe dann diese Stirnlampe genommen, den Baum angeleuchtet, dann darauf scharf gestellt,
Lampe ausgemacht, Foto gemacht. Das hilft total. Die Lampe hat auch noch den so eine Zweitfunktion, dass man ein rotes Licht machen kann. Das hilft, dass man sich selber nicht so sehr blendet und dass die Augen sich nicht andauernd umgewöhnen müssen. Link wie immer in der Videobeschreibung, falls euch das Ding interessieren sollte. So, dann ein weiterer Tipp, das ist auch schon in mehreren Videos vorgekommen für Nachtfotografie oder für Fotografie allgemein. Eine App namens Fotopilz oder eine vergleichbare App, die eben hilft, ein kleines bisschen auszurechnen, wie lange man dann eigentlich belichten muss. Denn auch hier wieder 15 Sekunden belichtet bei 17 mm. Habe ich mir nicht irgendwie so ein bisschen ausgedacht, sondern das ist der Punkt, wo die Sterne gerade noch mehr oder weniger einen Punkt ergeben. Würde ich länger belichten, fangen die Sterne an, Streifen zu ziehen. Kann ein netter Effekt sein, wollte ich in diesem Fall aber nicht. Ich habe da gibt es eine Formel, aber ich habe die natürlich nicht im Kopf, sondern ich hole dann die App raus, gebe meine Brennweite an und die restlichen Werte und die App spuckt mir die Belichtungszeit aus. Würde ich von 17 mm auf enger gehen, 24 mm, 28, 35, wie auch immer, müsste ich die Belichtungszeit verkürzen. Ein Kumpel, der dabei war, hatte zum Beispiel einen 50 mm da drauf. Der konnte tatsächlich nur ganz kurz belichten, sonst hat er sofort Sternspuren gehabt. Wie gesagt, kann ein cooler Effekt sein, wenn man das aber vermeiden möchte, sollte man die Belichtung entsprechend anpassen. Solche Sachen rechnen Apps wie Fotopilz und auch andere Apps dann aus. Vielleicht starte ich das Ganze einmal und zeige euch das. So, und hier sieht man eben, die App kann eine ganze Menge, aber es, wie gesagt, gibt auch andere Apps. Und dann geht man hier auf Sterne als Punkt. In dem Fall habe ich meine Kamera oben eingetragen, gehe zum Beispiel auf 17 mm, Blende f2.8. Und dann rechnet die App aus, 13,11 Sekunden kann ich belichten, sodass die Sterne noch als Punkt sind. Alles, was da drüber geht, fangen die Sterne an, Spuren zu ziehen. Ja, ich habe bei 15 Sekunden belichtet und wenn man reinzoomt, sieht man das auch, aber das war halt gerade noch an der Grenze. Würde ich jetzt zum Beispiel ein 24 mm nehmen, sinkt die Belichtungszeit auf 9 Sekunden 35. Sollte man im Hinterkopf behalten. Die andere App, die ich schon vorhin erwähnt habe, ist Aurora. Aurora hilft halt vor allem so ein kleines bisschen die Richtung anzugeben, könnte es heute klappen oder könnte es heute nicht klappen. An dem ersten Tag hatten wir einen KP-Index von über 4. Das ist ziemlich gut und wenn es dann nicht gerade wolkenbedeckt ist, hat man auch eine sehr große Chance, Auroras zu sehen. Man kann es aber auch bei weniger sehen. Aber je größer dieser Wert ist, desto wahrscheinlicher ist es und desto intensiver sind die Auroras. Selbstverständlich sollte man dann möglichst vermeiden, Lichtverschmutzung im Himmel zu haben. Also wir auch sind aus Tromsø rausgefahren, so ein bisschen in die Wildnis, möchte ich mal sagen, in die Dörfer, wo weit und breit eigentlich nichts war. Und da war dann halt auch tatsächlich ganz, ganz wenig Licht oder vielleicht maximal 3-4 Häuser. Das ist dann in Ordnung. In der Stadt kann man sie sehen, aber da müssen sie schon sehr, sehr intensiv sein. Also vielleicht einfach ein bisschen rausfahren, da ist die Natur meistens eh schöner und dann hat man auch ein bisschen mehr Glück. So, ein letzter Punkt ist auch absolut selbstverständlich, aber ich möchte es trotzdem auch nochmal erwähnen. In den meisten Fällen ist man ja dann doch sehr im Norden der Welt unterwegs. Es liegt Schnee, es ist Nacht und meistens geht die Sonne überhaupt nicht auf und es ist meistens arschkalt. Zieht euch warm an. Das kann man, glaube ich, gar nicht stark genug unterstreichen. Wie gesagt, ist selbstverständlich, aber es ist Dunkelheit. Wenn noch Wind dazu kommt, wird es richtig fiese kalt. Auch da als kleine Orientierung, ihr habt es im Video gesehen, ich hatte, glaube ich, 3 Hosen an, 2 Thermoshirts, also Skiunterwäsche, 2 Fleece übereinander, eine richtig, richtig, richtig dicke Jacke, Handschuhe und Mütze und ich habe trotzdem teilweise gefroren, obwohl die Temperatur nur bei minus 5 bis minus 8, vielleicht minus 10 Grad lag. Also wenn dann aber Wind aufkommt, wird es schon ziemlich knackig. Es war sogar an einem Abend so, dass ich mir so eine Neoprenhaube aufgesetzt habe, dass nur noch die Augen rausgucken. Dann ließ sich das ganz gut aushalten. Man steht halt eben im Schnee, man bewegt sich relativ wenig und wenn man dann nicht ordentliche Schuhe hat, ich hatte natürlich dicke Wanderschuhe mit einer ordentlichen Sohle, dann kriegt die Kälte irgendwann hoch und dann wird es relativ schnell unangenehm. Ja, das war's schon. Traue mich fast gar nicht zu sagen, ist ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich wollte. Ich wollte euch einfach einen kleinen Einblick geben, wie das hinter den Kulissen so aussieht, was man so beachten muss bei der Aurora-Fotografie, damit ihr, falls es denn mal so sein sollte, auch gut gerüstet seid.
Natürlich stelle ich die Bilder auch gerne in meinen Shop. Der eine oder andere hat schon nachgefragt. Wenn ihr die Bilder nicht hier unter diesem Video direkt schon eingeblendet seht, dann klickt einfach auf irgendein anderes Bild. Ihr kommt dann in meinen Shop und da findet ihr dann die Fotos als Poster. In der Größe übrigens. Das ist 60x45. Allerdings, wie man sieht, jetzt das Tokio-Bild. Ich hoffe, das war halbwegs hilfreich. Wenn dem so sein sollte, gebt mir ein Like. Das hilft mir mit den Bewertungen. Lasst vielleicht ein Abo da, falls nicht schon geschehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.